So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von The Curious Expedition. Mein Name ist Droidboy und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test, was sich mittlerweile schon zu einem kleinen Let's Play entwickelt hat. Und ja, wir spielen jetzt gerade die Alpha 4 Version von The Curious Expedition. Und man darf sich zu Recht die Frage stellen, wie viele Alpha Versionen wird es denn noch geben? Die Alpha 5 ist bereits angekündigt für in ein paar Tagen. Und bevor es soweit ist, spielen wir nochmal schnell die Alpha 4. Die habe ich nämlich bisher noch gar nicht gespielt. Und da gibt es zum Beispiel ein neues Kampfsystem und noch viele weitere Verbesserungen und zusätzliche Dinge. Aber wie immer quatschen wir nicht viel vorher, sondern legen gleich los mit The Curious Expedition. Und zwar klicken wir dann natürlich auf The New Game. So, und wie immer, unser Savegame wurde natürlich gelöscht, wie das halt so ist. Und das heißt, wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Und wir haben wieder viel mehr Möglichkeiten am Start. Ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen Angst vor der unteren Reihe, weil ich glaube, die ist nämlich ein bisschen schwieriger wie die obere Reihe. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber es sind auch ein paar Leute dabei, die ich jetzt noch nie gesehen habe. Zum Beispiel die Amelia Earhart, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Aviation Pioneer and the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean. Ist ein Kartographer, das heißt, man kann mit der die Genauigkeit des Kompasses beeinflussen und ist ein bisschen besser. Ja, und außerdem ist sie eine Flugfahrtpionierin. Ich glaube, die haben wir doch schon mal angeguckt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau. Wir haben jetzt schon so viele Let's Plays gemacht, wer jetzt von denen hier alles am Start ist. Aber ich würde sagen, wir werden mal für dieses Let's Play den Herrn Charles Darwin nehmen. Mit dem haben wir angefangen und ich würde sagen, mit dem machen wir jetzt auch mal weiter nach einer bestimmten Zeit. Mal gucken, vielleicht hat der sich ja auch wieder ein bisschen verändert. Wäre eigentlich ganz interessant. Deswegen würde ich sagen, für dieses Mal Charles Darwin, English naturalist and geologist, best known for his contributions to evolutionary theory. Das ist der Typ mit der Evolutionstheorie, kennt ihr vielleicht. Und ja, er ist außerdem ein Butterfly-Enthusiast. Das heißt, wenn wir einen Schmetterling finden, dann bekommen wir mehr Sanity. Und das ist ziemlich cool. Ja, ich werde in dieser Ausgabe auch mal versuchen, das war so eine Anregung von euch, die Sachen zu übersetzen, was ziemlich hart sein wird. Aber ich werde das machen, so gut es geht. Das heißt, Texte, die ich jetzt bereits zum 100. Mal vorgelesen habe, werden diesmal auf Englisch gesprochen werden. Und ja, für euch, die ihr aus Deutschland kommt und gerne einem deutschen Let's Play zuhört, sicherlich eine coole Sache. Für mich nochmal eine neue Herausforderung. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn es nicht ganz so gut läuft. Aber naja, ich probiere es einfach mal aus und ich würde sagen, let's go, Charles Darwin, auf geht's. So, und wo fangen wir an? Wieder in Zentralasien. Das ist natürlich bei der ersten Expedition immer nur eine Wahl, die wir da haben. Und zwar diesmal die unbarmherzigen Grasländer. Eine gut ausgewogene Region, die hauptsächlich aus weiten Graslandschaften besteht. Und ja, die nehmen wir natürlich ganz klar und wir starten die Expedition. So, fängt schon an mit Übersetzungsproblemen. Naja, ich komme auf jeden Fall an die Docks an und der Captain ist noch nicht da und deswegen war noch ein bisschen Zeit, als uns plötzlich ein Missionar anspricht. Ja, er wäre gerne mit uns gekommen, weil er nämlich gerne das Word spreaden würde, das Word von Gott. Es ist echt schwer gleichzeitig zu lesen und zu übersetzen. Und er bittet uns, ob wir ihn mitnehmen könnten zu einem eingeborenen Dorf. Und ja, dagegen können wir echt nichts haben, denn das bringt uns eigentlich immer was. Hat es bisher erst gebracht, deswegen akzeptieren wir seine Anfrage. So, ich akzeptierte und ich war natürlich auch froh, dass ich ihm helfen konnte, das Wort Gottes zu verbreiten. Und der Missionar, trat unsere Expedition bei für eine ganze Weile. Und dann war ich ziemlich happy, dass unser Schiff nämlich am Start ist und wir konnten endlich mal losfahren. Deswegen setzen wir jetzt mal die Segel. Sehr professionelle Übersetzungsdienstleistung heute hier.
verstehen ist ja eine Sache, aber übersetzen die andere so. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das Ganze ist ein bisschen fullscreeniger geworden, oder? Seit dem letzten Mal, dass wir es gespielt haben. Der Missionar hat uns die Location des Dorfes auf einer Karte gezeigt. Das ist sehr cool. Dann schauen wir doch mal, wo die ist. Hier unten. Okay. Und bevor es losgeht, gucken wir mal kurz, was wir hier am Start haben eigentlich. Wir haben Miss Clock heute dabei. Sehr cool. Unseren Expeditionsesel. Level 1. Kann 3 Kistchen tragen. Wunderbar. Dann haben wir Torquil McNabb, unseren schottischen Soldaten Level 1. Und, oh, der hat hier, sehen wir schon was Neues. Neue Eigenschaften. Und zwar verschiedene Würfel, von denen ich noch keine Ahnung habe, was sie eigentlich bedeutet. Er ist auf jeden Fall genauso ein toller Kämpfer wie ein feiner Gentleman. Und seine Effektivität wird durch Whisky erhöht. Das bedeutet, wir sollten eigentlich dafür sorgen, dass der bald Whisky am Start hat. Und irgendwie konnten wir nichts einkaufen, ne? Wahrscheinlich, weil wir noch keinen Ruhm haben. So, außerdem ein Crate, also eine Kiste hat der Kapazität. Ist ein Whisky-Experte des Levels 2, das ist schon mal cool. Leidet allerdings unter Kleptomanie und ja, Whisky Level 1 ist er auch. Wunderbar. Und dann haben wir noch Yasaman Kama, eine persische Übersetzerin des Levels 1, die unsere Kommunikation mit eingeborenen Völkern verbessern wird. Besonders dann, wenn wir die Dörfer besuchen. Und erlaubt uns außerdem in Dörfern zu übernachten. Außerdem erhöht sich dadurch unsere Sanity. Was heißt denn Sanity auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Vernunft. Geistige Ausdauer. Wenn wir uns in einem Dorf ausruhen. Hat auch Würfel. Und kann hier verschiedene Dinge tun. Passiert, keine Ahnung, was das hier alles bedeutet. Vermutlich mit Schwert irgendwie was kämpfen, natürlich verteidigen. Und diese drei kenne ich nicht. Sonne. Okay. Kann einen Crate tragen. Okay. Hat zwischenkulturelle Diplomatie Nummer 2 und Nummer 1. Alles klar. Dann Henry Hall. Das ist der Missionar. Der wird uns gleich wieder verlassen, wenn wir nämlich im Dorf sind. Ist auf jeden Fall das geistige und das geistliche und moralische Rückgrat des Tracks. Das werden wir sehen, sobald ein Löwe kommt, haut der nämlich ab. Dann haben wir hier Charles Darwin, unser Naturforscher. Ein englischer Naturforscher und Geologe. Sehr gut oder sehr bekannt für Beiträge zur Evolutionstheorie. Sehr gut, hat auch Würfel, eine Kapazität und ist natürlich Butterfliegen-Enthusiast, Schmetterlings-Enthusiast. Wunderbar. Dann würde ich sagen, das sieht alles ganz wunderbar aus. Wir legen gleich mal los und natürlich gehen wir zuerst mal in das eingeborenen Dorf. Wir entern das Village. Wir betraten das eingeborenen Dorf. Die Dorfbewohner lebten in Einklang in Reference of the Spirit World. Ja, in Einklang mit der spirituellen Welt. Sie waren freundlich und halfen und boten uns ihre Hilfe an. Sie waren sehr neugierig. Sehr gut. Yasaman Kama übersetzte uns unsere Anreden und wir waren willkommen und durften über Nacht bleiben, wenn wir wollten. Das ist wunderbar. Hier müssen wir kurz was ausschalten. So, da können wir gucken. Deliver Missionary. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir werden mal den Missionar abliefern. Wir begleiteten den Missionar zum Dorfsältesten, der uns über die Sehenswürdigkeiten der Region informierte, was einen heiligen Schrein beinhaltete, den er uns gleich auf unsere Karte zeigte. Während er zurückhaltend blieb, konnten wir dennoch feststellen, dass sie uns etwas verdächtig ansahen, als ob wir verdächtig wären. Das ist sehr interessant, aber ich glaube, wir werden nochmal jemanden rekrutieren, bevor wir gleich weitergehen, denn ich würde so gerne noch einen Wasserbüffel mitnehmen. Wir schauen mal. Wir fragten so rum
und fragten und versuchten herauszufinden, ob jemand bei uns mit möchte. Ich glaube, am Ende der Folge kann ich dann flüssig übersetzen. Wenn es so ein bisschen holpert, müsst ihr das entschuldigen. Ich habe das wirklich nicht geübt vorher. Deswegen holpert das noch ein bisschen. Wir fanden einen Dorfbewohner, der bereit war, uns auf unserem Abenteuer zu begleiten. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir den mitnehmen. Und na klar, nehmen wir den ganz klar mit, den Recruit Shaman. Ein eingeborener Schamane begleitet uns auf unserem Expedition. Wir merkten allerdings, dass die Atmosphäre so langsam angespannt wurde und dass die Eingeborenen wollten, dass wir so langsam mal abzischen, und das würde ich jetzt auch mal tun. Wir haben noch richtig viel Sanity, wir haben einen neuen Begleiter für unseren Track gefunden, und deswegen würde ich sagen, lieben wir mal das Dorf. Als wir unsere Sachen packten und abhauten, erwarteten uns neue Abenteuer. Ja, das lässt sich ein bisschen schlecht übersetzen. Da muss ich mir noch was überlegen, wie man das übersetzt. Okay, Buta, das ist der Typ, der uns jetzt begleitet, der Schamane, der Dorfschamane, blieb erst noch ein bisschen zurück im Dorf, weil er noch was zu erledigen hatte, und kam dann später, schloss er dann zu uns auf. Und wir machen mal weiter. Standing minus 2, das verstehe ich ja nicht. Es wäre ja total schön, wenn man mal Standing gainen würde. Und ich weiß nicht, ich glaube, nach unten gehen wir erstmal nicht. Was sagt unser Kompass? Der schwenkt eigentlich fast um 360 Grad, außer nach links unten. Das heißt, wenn wir uns mal nach oben zu dem Fragezeichen bewegen, dann können wir nicht allzu viel falsch machen. Und da würde ich sagen, let's go. Oha! Wir haben einen Sklavenhändler gefunden. Welch Freude! Leider haben wir keine Machete dabei. Sonst könnten wir dem gleich mal einen Kopf kürzer machen. So. Ein Sklavenhändler mit einer Peitsche, die um sein a whip wrapped around his waist hat, die um seinen etwas verratzten Hut geschlungen war, hat ein Camp aufgeschlagen. Und zwar mit hölzernen Käfigen, in denen Eingeborene drin sind. Wir könnten jetzt gleich mal den Buta verkaufen, was ich für eine richtig bescheuerte Idee halte. Dann könnten wir die Sklaven inspizieren oder auch den Sklavenhändler bekämpfen. Leider haben wir keine 10 Patronenhülsen dabei, sonst würde ich das gerade mal probieren. Ich glaube, das wäre mal eine Möglichkeit, endlich unser Standing zu verbessern. Schade, dass wir noch nicht genügend Patronenhülsen am Start haben. Oder Patronen, da würde ich sagen, wir brauchen die nicht inspizieren, da gibt es nichts zu sehen. Wir wollen die ja nicht kaufen, wir lieben einfach mal und sagen so, na gut, Pech gehabt. Sind wir halt umsonst rumgelaufen. Aber ich würde sagen, wir machen uns gleich weiter auf die Socken und erklimmen mal diesen Berg. Hier unser schottischer Gefechtsmann sagt, ich dachte schon, wir würden niemals verschwinden. Und ja, da kann ich ihm absolut recht geben, diese barbarischen Methoden sind absolut verabscheuungswürdig. Oh, wir können ja mal in der Zwischenzeit unseren neuen Freund, den Buta, den Native Schaman, inspizieren. Der hat tatsächlich auch Würfel, kann kämpfen, kann sehr viel kämpfen. Ach, es ist ein Sechskantwürfel. 2, 4, 6. 2, ein Schwert, 2, 2 Schwert und 2 Sonnen. Oder Nieten, man weiß es nicht so genau. Und Kapazität von einem. Insgesamt haben wir noch nicht allzu viel, ne? Ich glaube, so ein Wasserbüffel wäre schon nicht ganz schlecht. Außerdem, kann er aus Pilzen, wenn man ihm Pilze gibt, dann erhalten wir Sanity. Und ja, das hat er sogar gleich Level 2. Oh, wir könnten den promoten, oder? Nö. Können wir irgendjemanden promoten? Noch nicht. Okay, alles gut. Dann würde ich sagen, ab auf den Berg und wir gucken mal, was hier noch so los ist. So, genau. Weil wir nämlich hier auf dem Berg sind, sehen wir nämlich ein bisschen höher. Und das ist gar nicht schlecht. Und hier haben wir das nächste Fragezeichen. Und ich würde sagen, da begeben wir uns doch einmal hin. Oha, was haben wir denn da gefunden? Erstens mal haben wir einen Karmas Tender Totenkopf-Motte haben wir gefunden. Eine Totenkopf-Motte, sehr schön. Und wir können jemanden promoten. Sehr nice. Sehr nice. Wie haben wir denn das bis bekommen? Weil wir eine Region aufgedeckt haben. Jawohl, weil wir eine Region aufgedeckt haben. Sehr gut. Dann würde ich sagen, suchen wir uns noch mal was raus. Buta, Yasama an. Yasaman.
oder unseren schottischen Soldier. Und ich würde sagen, dem schottischen Soldier, dem verpassen wir mal eine Promotion, weil er einfach so geil aussieht in seinem Röckchen. So, und wir untersuchen den Schrein. Als wir, ja, wir näherten uns, was aussah wie ein etwas eingefallener Schrein. Die eingeborenen Regionen haben verschiedene Platzierten, hatten verschiedene heilige Angebote an der Außenseite befestigt. wir fanden ein Steinportal, ein Steintor, der uns hoffentlich in das Innere des Geheimnisses führte. Wir entern natürlich den Schrein und sehen etwas. Es war ein wirklich beeindruckender Platz. In der Mitte des Raumes, auf einem Altar, da war ganz viel Licht. Wir untersuchen den Altar und haben ein goldenes Lama gefunden. Eine Miniatur eines Lamas aus purem Gold. Gibt uns 30 Gold oder Fame, wenn wir das Ende der Expedition erreichen. Was relativ wahrscheinlich ist, weil wir ja gerade noch Level 1 sind. Und ich würde sagen, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Close. Wir nahmen das Artefakt vom Altar. So, und hier unser Schotte sagte, und, was hat's geholfen? Was hat's uns gebracht? Im Moment, als wir den Wertgegenstand an uns nahmen, begann die Erde wild zu schütteln. Zu wackeln. Wir rannten nach draußen und der Schrein wurde von der Erde verschlungen. Und riesige Berge. Oh nein! Und ein Vulkanausbruch ist am Start. Das hätten wir mal besser... Oh, crap. Das war ja klar, dass uns natürlich sowas passiert. Okay, alle einpacken. Es geht weiter. Ja, geht wirklich weiter. Aber wir haben richtig viel... wir haben jetzt Vulkanausbrüche am Start, das heißt, wir müssen hier müssen wir wieder sozusagen einen längeren Weg nehmen und unsere Sanity schwindet so langsam. Und das bedeutet, wenn wir nicht bald irgendwo was finden, wo wir ein bisschen pennen können, dann könnte doch unsere Expedition so langsam zu Ende gehen. Noch ist es nicht so weit, aber das war schon mal eigentlich kein guter Anfang mit dem Vulkanausbruch. Wir schauen mal, wie es weitergeht und gehen hier entlang. Aber eins muss man mal sagen, wir haben gar nicht so viele wilde Tiere am Start. Was ja schon mal ziemlich cool ist. Wir gucken mal, was unser Kompass sagt. Und der sagt, geh nach Osten. Würde ich mal sagen. Das heißt, ich würde mal... Oh, was haben wir denn da oben? Naja, wir können ja doch schon mal so ein bisschen in den Norden gehen. Neue Region entdeckt. Und endlich haben wir da oben auch mal ein wildes Tier am Start. Dann lasst uns mal hier lang gehen. Hier haben wir... Vermutlich, Healing Springs. Unser Kompass leitet uns wieder in den Süden. Das heißt, wir müssen eventuell doch wieder nach rechts gehen. Vielleicht können wir aber im heilenden Brunnen uns etwas baden und erholen. Was ist das denn hier? Ein großer Baum? Ein gigantischer Baum. Da wäre ich natürlich auch gerne hingegangen. Aber vorher untersuchen wir... Die Quellen. Wir kamen an ein großes, natürliches, heißes, ganz schlechtes Deutsch. Wir kamen an heiße Quellen, oder wir fanden heiße Quellen. Das Wasser war stark gefärbt und Dampf stieg auf. Sehr wahrscheinlich von geothermalem Grundwasser. Das ist natürlich ein Traum. Da würden sie auch Makaken gerne drin baden. Und ich würde sagen, wir resten mal overnight und... Oh, wir haben fast gar kein Sanity mehr. Wir schlugen unser Lager auf und erlaubten jedermann, sich auszuruhen. Die Moral war niedrig. Wir mussten etwas tun. Sonst würden die Männer anfangen, sich gegenseitig die Körper einzuschlagen. Mutter, blieb aber bei sich selbst war etwas abseits und fokussierte mit seinen Augen irgendetwas in der Ferne. Ich befürchtete, dass wenn wir keinen schnellen Fortschritt machten, unsere Expedition verdammt war
zu scheitern. Und das wäre natürlich tragisch und deswegen schlafen wir schnell mal. Hoffentlich passiert nichts in der Nacht. Okay, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage ruhen wir uns aus. Kann man das irgendwie... Stop resting, oh mein Gott. Okay, dann war ein neuer Knopf, dass man das Resten jetzt unterbrechen kann. Das ist neu. Aber wir haben jetzt wieder fast komplette Sanity. Was aber bedeuten könnte, dass unser... Naja, alles, was wir jetzt an Fame sozusagen durch das goldene Lama gewinnen, wird durch die vielen, vielen Tage, die wir jetzt hier unterwegs waren, wieder weg ist. Aber okay, wieder haben wir wieder was gelernt. Da würde ich sagen, leaven wir mal und gehen zu diesem gigantischen Baum, den ich sehr gerne untersuchen würde. So, was hat denn dieser schöne Baum auf sich? Nichts. Es ist einfach nur ein großer Baum. Das ist schön und da wird man vermutlich einmal hingegangen sein. Einfach nur, um das zu untersuchen, aber damit ist der Effekt auch verflogen. Hier haben wir noch dicken Dschungel mit einem Fragezeichen. Aber ich würde gerne etwas weiter in den Norden ziehen, denn wir müssen natürlich haben noch einiges zu erkunden. Und unser Kompass sagt, dass wir auch noch in den Süden müssen vermutlich. Aber hier ist ein gefährliches Tier, deswegen würde ich sagen, hier gehen wir mal ein bisschen in den Norden und schauen mal, was dort so am Start ist. Hier ist das Fragezeichen. Wir gehen zum Fragezeichen. Wir haben wieder mal einen Shrine gefunden. Das ist sehr schön, wir untersuchen den mal. Und wieder mal nähern wir uns einem heiligen Shrine. Die Eingeborenen der Region haben wieder einige heilige Offerings an die Außenseite oder draußen drapiert. Und wir haben wieder ein Tor gefunden, das uns in das Innere führt und das wollen wir natürlich tun. Es war ein sehr mystischer Platz. In der Mitte des Raumes stand ein Altar, der von Sonnenlicht überflutet war. Wir untersuchen den Altar und finden eine goldene Maske. Das ist wunderbar, den nehmen wir mit und weiter geht's. Wir nahmen das Artefakt vom Altar. Plötzlich ein lautes Kreischen kam vom Altar. Wir rannten alle nach draußen, hielten uns die Köpfe in Schmerz und der Schrein kollabierte. Torquil McNabb begann sich seltsam zu verhalten. Vermutlich hat er ein bisschen in sein Röckchen gemacht. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier Gefährliches? Ich kann gar nichts erkennen. Wir haben Butas Meister Schmetterling gefunden und hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, haben wir alles mitgenommen? Nehmen wir mit. Und da, was ist das denn für ein Tier? Interessant. Ein neues Tier sieht aus wie eine Krähe oder sowas in der Art. Wir haben überhaupt kein Standing mehr. Wir haben es komplett verbockt. Das heißt, wir dürfen überhaupt nicht mehr mit Eingeborenen sprechen. Und mich wundert es eigentlich, dass Buta noch da ist. Wir gehen auf jeden Fall mal dringend zu dieser Cenote. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Art Wasserloch oder so. Natürlichen Ursprungs. Hoffentlich werden wir nicht gefressen. Nein, alles gut. So, Explore. Ah, so eine Art Höhle oder was in der Art. Wir erforschten diesen mysteriösen Brunnen. Er war enorm und viele Malereien schmückten die Wand. Das Wasser war matschig braun. Deshalb konnten wir keinen Blick auf den Boden des Brunnens werfen. Buta meinte, es wäre sehr klug, vom umgehenden Land zu lernen, indem wir in den Brunnen schauen nachts. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal eine Weile in den Brunnen rein und hoffen, dass wir nicht reinfallen oder so. Wir warteten, bis die Nacht pechschwarz war. Und schauten tief in den Brunnen. Wir konnten uns nicht erklären, wie. Aber wir konnten aus den Reflexionen einen goldenen Tempel im Wasser sehen. Tada! Wir haben unsere goldene Pyramide gefunden. Und wir sind da oben. Und das heißt, wir wissen ganz genau, in welche Richtung wir gehen müssen.
Das ist großartig. Allerdings haben wir überhaupt gar kein Standing mehr. Das heißt, wir dürfen uns auch mit niemandem mehr anlegen. Und ja, ich würde sagen, wir laufen mal zum Wasserfall. Können wir nicht? Okay. Wir laufen mal hier lang. Und hoffen, dass wir trotzdem irgendetwas finden, um unsere Sanity aufzuladen. Denn die ist fast weg. Okay, wir sind fast da. Aber ich glaube, es wird Zeit, etwas Schokolade zu essen. Und zwar deliziöse Schokolade, die in Folie eingewickelt ist. Die kann man benutzen, um Sanity wiederherzustellen. Und das werden wir mal tun. Wir essen die mal. Ich liebe Schokolade. Alles klar. Lecker, lecker. Mal gucken, ob das schon reicht. Eine neue Region. Das ist wunderbar. Außerdem haben wir Charles' kleine Feuermotte gefunden. Ein Träumchen. Was haben wir hier noch? Einen Steinzirkel. Hier ist ein Grasland mit einem Gorilla. Mit denen wollen wir uns auf gar keinen Fall anlegen. Und wir gehen einmal in den Steinzirkel. Kämpfen mussten wir bis jetzt noch gar nicht. Das wäre natürlich eigentlich ganz cool gewesen, um mal so das neue Kampfsystem zu erproben. Aber eigentlich muss man auch ganz froh sein, wenn man das nicht muss, weil meistens verletzt man dann jemanden oder verletzt man sich oder stirbt sogar. Deswegen keine gute Idee. Wir entern auf jeden Fall den Steinkreis. Oh, der ist neu. Der ist neu und schön. Das sieht toll aus. Das sieht mir nach einem heiligen Platz aus, sagt hier jemand. Vermutlich Charles Darwin. Wir stolperten über eine Steinformation, die ganz offensichtlich von Menschen gemacht war. Inschriften befanden sich auf den Steinen. Vielleicht stellten sie eine Art von Karte dar. Wir analysieren einmal die Inschriften. Diese Übersetzung ist mir, ohne mich selbst zu loben, ganz gut gelungen. So langsam kommt man da nämlich rein. Und ich hoffe, mir verzeiht mir, dass es da so ein bisschen holprig war am Anfang, aber da muss man echt erstmal reinkommen. Okay, wir analysieren die Inschriften. Wir entschlüsselten die Inschriften und fanden, dass sie uns vielleicht helfen könnten, Einblicke in die nähere Umgebung zu finden. So, das heißt, wir könnten uns eventuell noch ein bisschen umschauen. Und ja, das ist zwar ganz nett, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Wir tun es aber trotzdem. Wunderbar. Nach einiger Mühe entschlüsselten wir die Inschriften. Mit diesem Wissen waren wir in der Lage, mehr über unsere unsere Umgebung in Erfahrung zu bringen. So, wir verlassen das Ganze mal und dann würde ich sagen, ja, goldene Pyramide, here we go. Hello, hello. Wir sind da, wir sind home, alles klar. Hat das nochmal aufgedeckt? Sehr cool, das heißt, wir können jemanden updaten. Das machen wir auch, bevor wir in die Pyramide gehen. Ich weiß gerade nicht, ob wir das noch danach machen können. Und unser schottischer Soldier hat bereits Level 2. Dann würde ich mal sagen, unsere Person Translatorin, unsere Übersetzerin, bekommt diesmal das Update, weil ich befürchte, dass Buta uns verlassen wird, wenn wir... Okay, das hat schon geholfen. Wenn wir in die Pyramide gehen. Und dann würde ich sagen... Ab in die Pyramide. Explore. Wir konnten unseren Augen nicht glauben, als wir die goldene Pyramide sahen. Wow, die sieht auch schön und neu aus. Super. Oder fällt mir das gerade nur irgendwie auf? Wir schaffen es. We made it alive. Wir haben es überlebt. So, dann betreten wir einmal die Pyramide. Nach Wochen der Reisen überkam uns Euphorie. Ich wusste, dass mein Name für immer in Erinnerung bleiben würde. Ich gratulierte Buta, aber statt Aufregung sah ich Traurigkeit in seinen Augen. Er meinte, dass er nun froh wäre, wenn wir endlich weg wären, weil er nämlich gerne nach Hause gehen würde. Und das können wir ihm auch nicht verübeln. Zumal wir zwei wertvolle goldene Artefakte aus einem Land geklaut haben. Wir können ganz froh sein, dass der uns nicht eines Nachts ein Messer in den Rücken gesteckt hat. So, wir choosen mal unseren Perk. Und wie bei jedem Mal können wir uns was Schönes raussuchen. Und zwar gute Reputation. Damit starten wir mit einer besseren Reputation.
Climber, also Kletterer. Damit kommen wir besser über Hügel. Zumindest sind da die Kosten geringer. Außerdem Jungle Explorer, das Äquivalent zu dem Kletterer. Da kommen wir besser durch Dschungel durch. Tja. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Jungle Explorer. Damit ist das für uns ein Deal und wir haben es geschafft. Tada! Golden Pyramid haben wir gefunden, das sind dann 120 Punkte. Außerdem haben wir ein goldenes Lama mitgebracht, das sind 30 Punkte. Eine goldene Maske für 30 Punkte. 4 Schmetterlinge, 8 Punkte. Außerdem haben wir unfassbare 85 Tage gebraucht. Damit sind wir bei neuem Fame von 103. Wunderbar. Dann schauen wir uns nochmal kurz die Karte an. Wir haben 1, 2, 3, nee, plus 2 Regionen komplett aufgedeckt. Ging das hier noch weiter oder ist das hier einfach nur groß? Ich glaube, das ist einfach nur groß. Wir beenden die Expedition. Ja, wunderbar. Und unser nächstes Ziel wäre dann die Wohomi, das Wohomi-Trockenland. Drylands, eine harte und desolate Gegend, in die sich nur erfahrene Abenteurer wagen sollten. Das übersetzt man sicherlich irgendwie anders, aber das werde ich bis zum nächsten Mal herausgefunden haben. Ich würde sagen, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben, ansonsten gerne auch den Kanal abonnieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Demnächst kommt die Alpha 5 raus und da würde ich sagen, damit wird dann auch die nächste Folge bestritten werden. Das heißt, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter, sondern die nächste Folge ist dann die Alpha 5. Ja, und dann wird es wahrscheinlich wieder ein paar mehr Folgen geben. Wie gesagt, erstmal herzlichen Dank und ich hoffe, das mit den Übersetzungen wird das nächste Mal ein bisschen flüssiger. Zum Schluss bin ich ja noch bis 3 gekommen, aber man braucht dafür halt Übung und die hole ich mir jetzt einfach durch dieses Spiel. Learning by Doing. So ist das halt. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen bei The Curious Expedition. Mein Name ist Droidboy und ich bin froh, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.